Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute will ich mal was an meinem Setup ändern. Folgendes Problem: Erstmal, da ist der Hauptmonitor, da ist mein zweiter Monitor und genau hinter mir ist mein Computer. Und wenn ich jetzt unbedingt die zwei Monitore brauche, dann muss ich da immer hin und her gucken und das ist blöd, das will ich jetzt ein bisschen ändern. Ich möchte jetzt die Monitore mit diesem Monitorhalter übereinander bringen. Und zwar ist das von Hemudu? Keine Ahnung. Ja, da bin ich schon echt gespannt, weil dieser Ständer hier wird nicht an die Tischplatte geschraubt oder was weiß ich, sondern der wird auf die Tischplatte gestellt und da bin ich schon sehr gespannt und ich würde sagen, wir packen das jetzt erstmal aus, bauen das zusammen, schrauben dann die Monitore fest und mal schauen, wie gut das System ist. Auf alle Fälle, boah, hat das echt ganz schön Gewicht. Ich würde sagen, wir wechseln die Perspektive und auf geht's. Ja, dann wollen wir mal dieses ganze Zeug hier auspacken. Gut verpackt, viel Klebestreut hin. So, und schauen wir mal, was in der Kiste ist. Jo, da kommt auch das Zeug schon entgegengeflogen ein. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier drin haben. Und zwar erstmal eine Bedienungsanleitung. So soll das alles aussehen dann mal. Und wir haben eine Tüte mit Schrauben. Und nochmal Schrauben. Dann haben wir hier ja, den Ständer, Styropor, die Halterung hier für die Monitore. Das ist WESA 175. Ja, hier sind aber drei Löcher. Muss jetzt noch mal ganz gucken hier. Also ich weiß, dass das für WESA Halterung 175 auf alle Fälle ist. Naja. Steht jetzt hier nicht so explizit dabei. So, dann haben wir noch mehr Bastelbedarf. Das sieht aus wie Gummifüße, Kabelhalter, Handschrauben, Imbusschlüssel und hier noch so ein paar Teile, wo ich nicht ganz genau weiß, was das sein soll. Und zu guter Letzt kommt der Fuß, also, oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das Ding ist aus Glas. Wow. So, ich nehme mir jetzt mal die Anleitung hier zur Brust und dann werden wir das ganze Ding versuchen auch mal anzubauen. Beginnen wir auch gleich mit Schritt 1, also die Gummifüße anbringen. Das Ganze werde ich wahrscheinlich im Zeitraffer machen. Als nächstes werden die Monitore vorbereitet.
dafür brauchen wir jetzt hier die Monitorhalterung. Und zwar müssen wir die so anbauen, dass diese Haken hier nach unten zeigen. Aber jetzt erstmal die Monitore vorbereiten. Jetzt die Halterung hier drauf schrauben. Und jetzt mal ein Problem hier mit der Halterung. Wir haben hier zwei Beutel von diesen Schrauben. Das sind also Schrauben, die man halt für die Halterung hier benutzt. Und ja, ich habe hier ziemlich dünnes Gewinde. Ich hätte also die hier gebraucht. Die sind aber zu groß. Dann gibt es hier noch diese Gummiabstandshalter. Und die sind zu groß für die den Kleinsatzschrauben. Oder ja, und zu klein. Ja, und zu klein für den Abstandshalter. Also da, ich kann nicht weit genug in das Gehäuse drehen. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen. Ich nehme die Schrauben von den Ständer, der mit Original dabei war bei mir. Und das sollte ja eigentlich funktionieren. So, erster ist fest und in der Theorie kann man das jetzt hier, wie man das gerne möchte, anhängen, wie das gerade passt. Und schon hängt er. Nice. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen das natürlich, wenn wir die Position haben, noch sichern mit den großen Schrauben hier. Aber ich habe ja noch einen Monitor, den müssen wir jetzt auch noch vorbereiten. So, da steht das Teil jetzt bombenfest. Und jetzt schaue ich mal, wie hoch mein Hauptmonitor kommen soll. Der will gar nicht einhaken, so wie ich das will. Jetzt. Okay, wie sieht das aus? Bisschen schräg. Also könnte noch eins runter oder machen wir mal zwei runter, mal sehen, wie das ausschaut. Jo. Okay, ich hole mir den anderen Monitor. Oh, der andere sitzt dann so und ich könnte... Oh, langsam, dass wir hier nichts kaputt machen.
Der würde so sitzen. Ich glaube, die Einstellung ist schon ganz cool. Ich glaube, ich werde die Höhe so behalten. Und jetzt machen wir das hinten fest. Gucken noch, wie wir die Kabel vernünftig durchkriegen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Teil, mit dem Standfuß hier. Nice. Jetzt habe ich gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Also, ich habe jetzt angefangen. Ich glaube, das mit den Schrauben habe ich gezeigt, dass ich eingedreht habe. Ich habe jetzt angefangen, die Kabel hier hinten an die Monitore anzuschließen und habe festgestellt, dass es doch knapp werden könnte und bin jetzt dabei, hier irgendwie die Kabel zu verlegen, dass das so ein bisschen einigermaßen gut aussieht. Aber hier bei den HDMI-Kabel kann ich nicht viel machen, ohne dass ich das wegbiege. Und hier das Stromkabel schon von dem oberen Monitor, das ist schon arg eng. Wenn ich jetzt ein bisschen nach hinten schiebe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Platz. Das machen wir auch hier hin. Das HDMI-Kabel, nee, das war das. Ja, das HDMI-Kabel. Und das DVI-Kabel nach hinten. Ich glaube, das muss ich auch alles so hängen lassen. Das reicht wahrscheinlich nicht so, wie der Computer jetzt hier steht. So. Und jetzt drehen wir die ganze Geschichte wieder. Und müssen jetzt noch die Kabel an den Computer anschließen. Oh, so schaut es erstmal aus. Ich schließe jetzt die Kabel an, starte den Computer. Und schauen uns dann das Endergebnis an. So schaut's aus. Bin echt happy damit. Kann jetzt viel besser auf den zweiten Monitor gucken, ohne dass ich jetzt nach links oder rechts schauen muss. Jetzt passt das alles. Hab alles, was ich brauche, oben auf dem Monitor. Unten kann ich dann zocken. Passt. Im Übrigen, dieser Halter soll Monitore bis zu 27 Zoll. Bei 34 bin ich mir nicht ganz sicher, da müsste ich mal nachschauen. Aber 27 Zoll, also zwei 27 Zoll Monitore sollten definitiv hinpassen. Ich habe jetzt hier einen dranhängen, ein 23,8, also ein 24 Zoll und ein 21 Zoll Monitor. Und eigentlich, ja, sollte so ein 27 Zoll da auch hinpassen. Ich kann ja noch mal hier bei der Beschreibung gucken. Also da aus der Beschreibung hier geht das leider nicht hervor. Aber ich schaue mal, ich bin da mal nicht so. Und hier steht. Oh. Für 13 bis 34 Zoll. 34 Zoll, da hängt der untere wahrscheinlich auf dem Boden, also da wäre ich vorsichtig. Aber was natürlich toll ist, der ist ja nirgendwo festgemacht, der Ständer, sondern der steht einfach auf dem Tisch. Glasplatte und hey, ne? Der steht, der kippelt nicht. 1A Hammer. Ist natürlich auch ganz schön Gewicht, was der Ständer hier mitbringt, aber ist toll. Mit der Glasplatte als Fuß und auch das System finde ich ganz nice, dass man das einhakt und ja, man kann die Monitore hoch, runter drehen, neigen, nach da und da. Also, hey, passt. Jetzt stehen mir, da, mir persönlich stehen jetzt hier ein bisschen mehr Möglichkeiten offen. Ich kann also den ganzen Ständer noch ein Stück da einstellen und mein PC eventuell auf die Seite.
Das werde ich aber alleine mal ausprobieren und für mich entscheiden. Auf alle Fälle habe ich jetzt da hinten wieder Platz und kann da auch mal ein bisschen Schreibkram machen oder ein paar Unboxings-Videos. Und ja, das finde ich ganz nice. Also so sieht jetzt meine Zentrale hier aus. Ich bin echt happy. Wenn ich jetzt noch irgendwo vernünftig die Webkamera hinkriegen könnte, wäre das auch nicht schlecht. Ja, Preis habe ich noch gar nicht genannt. Den Preis, ich habe das für 47 € gekauft, den Ständer. Habe auch lange, ja, 47,99 steht da. Und habe lange geguckt und habe mich dann halt quasi für dieses System entschieden, weil ich bin echt, echt happy damit. Ja, also Link findet ihr natürlich wie gewohnt in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch mal oder könnt ihr mal halt den Ständer abchecken und wer weiß, vielleicht ist das auch was für euch. Dann ja, bestellt er halt, ne? Wenn ihr das Video jetzt hier informativ und hilfreich fandet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr das gerne möchtet. Würde mich natürlich darüber auch riesig freuen. Und ansonsten sage ich mal, sehen wir uns wieder zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!